Heute gibt es wieder mal jede Menge neue Sachen. Ich würde sagen, wir schauen uns das direkt mal an und gehen auf den Shop. Und dann sollte man ganz oben schon sehen, ja, Amanus Herzpaket. Ja, das ist komplett neu am Start. Alles so in diesem roten Look, erinnert mich so an einen anderen Skin. Auf jeden Fall gibt es hier einmal die Hartherz als Skin mit einem sehr, sehr auffälligen Rot. Dann gibt es hier einmal dieses Rückenaccessoire, die Hololeuchten, so heißt das hier. Okay, dann gibt es hier die Kummerklingenhacke. Die finde ich schon ganz nice, wieder so eine Doppelhacke. Auch alles im roten Look, so ein bisschen schwarz noch. Und dann gibt es hier noch den Sehnsuchtssegelgleiter. Okay. Und Morgenrot als Lackierung, nicht animiert oder nicht reaktiv. Einfach dieses Rot-Schwarze. Muss ich aber sagen, finde ich nice, weil es so ein richtig helles, cooles Rot ist. Hier noch ein Ladebildschirm. Das sieht man auch hier beim Gleiter. Das ist wirklich ein auffälliges Rot. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Okay, cooler neuer Skin. Dann gibt es das Zeug nochmal einzeln zu holen. Und dann unter der Wildschirm zurück mit der Pilzsichelhacke. Die gab es ja, glaube ich, mal irgendwann umsonst, oder? Doch, ich glaube schon. 2 Monate her. Outback und Beyond Paket mit Safari-Rücken-Accessoire, dieser Doppelhacke und der Lackierung. Auch das Zeug ist jetzt nur 1 Monat her. Bissiger Taucher mit den kleinen Mampfer. Und dann gibt es noch Laserweißer zurück, 1 Monat her. Vector Skin mit dem Ion Gleiter und der Hacke sowie Lackierung auch nur 1 Monat her. Und da sind wir schon mal den täglichen Sachen befreit. Der John ist ebenfalls 1 Monat her. Arctica ist 2 Monate her und der Chopper Gleiter ist 76 Tage her. Ansonsten endlicher Depp, ist ja auch schon uralt. 66 Tage her und es gibt noch heiß und kalt die Lackierung. Die fand ich damals ganz nice. Die ist 267 Tage her. Und dann haben wir noch langsames Klatschen. Nach 1 Monat. Und das war es im Grunde auch schon. Ja, mehr ist hier gar nicht am Start. Unten die Sachen alle noch gleich geblieben. Die ganzen Dragon Ball Sachen. Und ich glaube, ja, die Star Wars Sachen auch noch hier. Und das war es im Grunde auch schon. Also oben ein dickes neues Paket.